Liebe Teilnehmer, herzlich willkommen zum heutigen Webinar aus unserer Serie Wissen hoch 2. Mein Name ist Sandra Fröscher und ich werde dieses Webinar für Sie moderieren. Heute befassen wir uns mit dem Thema ITIL-Anforderungsmanagement. Surfio möchte Ihnen hiermit die Möglichkeit geben, sich kurz und kompakt über aktuelle Entwicklungen und Themen in den Bereichen Governance, Service Management und Projektmanagement zu informieren. Der Vortrag wird in etwa 45 bis 55 Minuten dauern. In der Chatfunktion haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ihre Fragen gelangen dann nur zum Moderator, sprich zu mir. Fragen zur Technik werden Ihnen direkt beantwortet. Und wenn uns am Ende des Vortrags die Zeit noch reicht, werden wir auch auf die eine oder andere Frage direkt eingehen. Falls die Zeit nicht reichen sollte, werden Ihre Fragen schriftlich beantwortet und Ihnen per E-Mail zugeschickt. Ihr heutiger Dozent für dieses Thema ist Frau Dr. Beate Schaub. Sie ist ausgewiesene Spezialistin und erfahrene Beraterin und Trainerin in diesem Fachgebiet. Somit übergebe ich an meine Kollegin und wünsche Ihnen eine sehr informative Stunde. Ja, herzlichen Dank, Sandra, für die einleitenden Worte. Ja, und an die Runde. Ich freue mich, dass Sie sich Zeit nehmen, dem Thema Anforderungsmanagement oder Requirements Engineering mal ein bisschen auf den Grund zu gehen. Ich würde gerne heute den Bogen schlagen vom Requirements Engineering nach IREP, würde ich Ihnen gerne vorstellen, und dort den Bogen schlagen zu ITIL. Immer wieder mal schauen, wo befindet sich das im ITIL Framework, wo docken wir da an mit dem Thema Requirements Engineering. Ja, vielleicht zu Beginn ein paar Worte zu mir. Ich bin Managing Consultant, Beraterin, Trainerin und Coach bei der Surfio. Ich komme ursprünglich aus der Softwareentwicklung, aber im Laufe der Berufsjahre ist viel IT-Organisationsentwicklung, Prozessentwicklung und mit dem Schwerpunkt Projektmanagement dazugekommen. Und wenn man aus der Entwicklung von, ja, früher haben wir gesagt, Anwendungsentwicklung, aber was ist das letztendlich? Sind das Services, die wir unseren Kunden oder Fachbereichen zur Verfügung stellen? Und wenn man sich mit Projektmanagement beschäftigt, dann stolpert man unweigerlich darüber, Anforderungen ordentlich, sage ich mal, übergreifend aufzunehmen. Was mache ich damit? Wie komme ich dahin? Und so beschäftige ich mich schon seit einigen Jahren mit diesem Thema und habe IREP und deren Konzeption kennen und schätzen gelernt. In der nächsten Dreiviertelstunde würde ich Ihnen gerne ein wenig zum Thema, ja, warum beschäftigen wir uns damit, mit Requirements Engineering darüber sprechen. Dann, wer ist IREP? Das Wort habe ich jetzt schon ein paar Mal in den Mund genommen, Ihnen vorstellen, was das für ein Gremium ist, dieses International Requirements Engineering Board. Und dann zu schauen, was ist denn jetzt eigentlich Requirements Engineering, was ist sozusagen der Scope dieses Arbeitsgebietes, was betrachten wir da alles, und da kommt es dann auch, wo docken wir an in unserer ITIL-Prozesslandkarte. Und letzter Punkt, natürlich für den einen oder anderen vielleicht auch interessant, Surfio bietet das Training zum Certified Professional Requirements Engineering im Foundation Level an. Was ist das für eine Zertifizierung? Was umfasst sie? Und ja, wie sieht die Prüfung aus? Das soll sozusagen der Leitfaden für die nächste Dreiviertelstunde sein. Ja, steigen wir ein. Warum beschäftigen wir uns überhaupt mit Requirements Engineering? Die Standish Group hat, ist schon ein paar Jahre her, war 2010, eine Untersuchung gemacht und hat geschaut, wie sieht eigentlich die Erfolgsquote von Projekten aus. Und das war ziemlich erschreckend. 21% wurden abgebrochen, über 40% lagen über Zeit oder Budget, beziehungsweise ursprüngliche Ziele wurden
aus den Augen verloren oder gestrichen. Immerhin 37% waren erfolgreich. Wenn wir aber auf die Projektprobleme schauen, dann sehen wir, dass Requirements Engineering über 80% der Gründe als Gründe genannt werden. Und deswegen ist es Zeit, sich mit Requirements Engineering zu beschäftigen. Und wir können auf der einen Seite auf große Projekte schauen. Ja, wie gerade live gegangen ist die Elbphilharmonie, sicher auch ein Thema des, was waren da mal für Anforderungen auf dem Tisch, Berliner Flughafen. Es gibt einige Großprojekte, die sehr prominent im Bewusstsein sind, aber wir brauchen gar nicht so weit zu schauen. Wenn wir uns umschauen in unserer IT, in unserem Service-Umfeld, dann werden wir viele, viele Projekte sehen, die, ja, wie hat es mal ein Kunde von mir genannt, die als Projekturne auf der Fensterbank steht, also wo wir Geld investiert haben, Ideen hatten und es aber nicht zu einem Erfolg, sprich zu einem Kundennutzen bringen konnten. Und deswegen beschäftigen wir uns mit Requirements Engineering. Wenn wir auf Projekte schauen, die erfolgreich durchgeführt wurden, dann ist die Frage, ja, was zeichnet sie denn jetzt aus? Und da sind so vier Punkte genannt. Das eine ist ergebnisorientierte Vorgaben, sprich auch ganz klare Anforderungen, was wollen wir denn haben, was wollen wir denn erreichen, also von der Zieldefinition bis zum Thema, ja, klare Anforderungen, das heißt, wir wissen genau, wir haben ein genaues Bild von dem, was unser Projekt liefern soll, ob das jetzt, ob ich das nun System nenne oder Produkt oder Service. Das können wir alles synonym nehmen, wenn wir vom Requirements Engineering sprechen. Wir müssen wissen, was unser Auftraggeber, was er erwartet mit einem Projekt, also wo er Zeit investiert, Geld investiert, was er erreichen will, sprich welchen Scope erwartet er. Genauso gehören dazu natürlich die zielorientierten Prozesse, hängen ein bisschen zusammen mit dem dritten Punkt, also ein professionelles Service- und Projektmanagement. Wie erfasse ich Anforderungen und im Service-Management, wie steuere ich das? Wer eitel geprägt ist, dann ist das ja sein Antreiber. Wie mache ich professionelles Service Management? Wie spielen da die unterschiedlichen Prozesse zusammen? Und im Projektmanagement auch ganz klar angefangen von, wer sind meine Stakeholder? Habe ich klare Anforderungen bis zu dem, dass ich es mit der guten Methode strikt und klar durchführe. Und erfolgreiche Projekte zeichnen sich auch aus, eben, dass Anforderungen klar definiert sind, dass mit Änderungen ganz methodisch sauber umgegangen wird. Requirements Engineering, was wir eben gesagt haben, Ziele wurden aus den Augen verloren, heißt nicht, dass es nicht Änderungen geben kann, aber diese Änderungen werden sauber dokumentiert, sauber beschrieben. Alles das, was wir aus dem Change Management kennen, gilt für die Anforderungen selbstverständlich auch. Und Richtung Projekt, natürlich muss ich ein sauberes Risikomanagement betreiben, um erfolgreich Projekte machen zu können. Dieses Wissen, auch um diese Studie, aber im Wesentlichen auch aus dem Praxis und dem eigenen Erleben, hat 2006 eine Gruppe von
Experten aus der Industrie, von Menschen, die in solchen Projekten beraten haben, aber auch aus Forschung und Lehre, also einige Professoren sind da auch mit beteiligt, haben sich zusammengefunden und haben gesagt, wir müssen Requirements Engineering ganzheitlich beschreiben, haben IREP als Non-Profit-Organisation gegründet und haben das Curriculum für den Certified Professional for Requirements Engineering beschrieben und ein Zertifizierungskonzept dazu. Diese Zertifizierung gibt es in drei Stufen, der Foundation, dem Advanced und dem Expert Level. Mittlerweile sind über 60 Ländern weltweit über 24.000 Menschen Certified Professional im Foundation Level. Also es hat schon in den letzten 10 Jahren einen guten Schub getan. Und auch wir als Serviu merken, dass das Thema zunehmend nachgefragt wird, weil immer mehr Anspruch an ein sauberes Requirements Engineering gestellt wird. Das hat unterschiedliche Gründe. Das hat einmal den Grund zu sagen, ja, ich will Projekte zum Erfolg führen. Das hat aber auch, es gibt aber auch Nebeneffekte. Das ist das ganze Thema der Compliance, also der Nachweis, der Nachweispflicht, welche Anforderungen haben zu welcher Service- und Systemausprägung geführt, wo also die ganze Finanzwelt, aber auch alles, was Pharma und Medizin ist, und zunehmend auch andere darunter davon betroffen sind. So, was ist denn Requirements Engineering? Requirements Engineering, also diese Gruppe der IREP-Gründer hat gesagt, wir wollen eine Methode entwickeln, die Anforderungen der Stakeholder zu ermitteln, zweckmäßig zu dokumentieren, aber auch das ganze Thema Qualitätsmanagement darauf, ja, also prüfen, dann abzustimmen mit den Stakeholdern und natürlich zu dokumentieren, und zwar über den gesamten Lebenszyklus auch aktuell zu halten, das ist der Anspruch. Und dieses Curriculum haben sie darauf ausgerichtet. Wir wollen also relevante Anforderungen erkennen. Die Arbeit mit den Stakeholdern wird immer im Mittelpunkt stehen, zu sagen, ja, ich muss die Anforderung meiner Kundenseite, aber das sind ja nicht immer nur die Fachleute, das ist auch ein Security Officer, das ist jemand, der Compliance-Verantwortung hat. Letztendlich geben ja ganz viele meiner Stakeholder bestimmen ja meine Anforderungen und die muss ich mit im Blick haben. Und weil ich Anforderungen über den gesamten Lebenszyklus verfügbar halten will, muss ich mir viel Gedanken um die Dokumentation machen, muss mir überlegen, was sind Standards und wie soll dokumentiert werden. Und natürlich muss ich auch die Verwaltung sicherstellen. Die Aufgaben des Requirements Engineers finden wir in ITIL an zwei Stellen, wesentlichen Stellen. Das einmal ist im Business Relationship Management. Hier werden ja auf strategischer Ebene die Ziele des Kunden identifiziert, auch das Business Relationship verwendet einige Energie darauf, wer sind meine Stakeholder, also Stakeholder Management, auch ein Thema des Business Relationships, und das Business Relationship dokumentiert diese Anforderungen aber auf High Level. Im Requirements Engineering betrachten wir das Anforderungsmanagement Gesamtheit, also von der strategischen Ebene bis zum operativen. Zweiter Level ist das Service Level Management.
Hier werden ja die Anforderungen konkretisiert. Da werden auch Änderungen an Services laufen über den Service Level Manager ein, sodass sie dann auch in Servicevereinbarungen einfließen können. Das heißt, Requirements Engineering vertieft an diesen beiden Stellen das ITIL Framework, genauso wie ja auch PRINCE 2 das ITIL Framework um die Projektmanagement-Aspekte ergänzt und nicht in Konkurrenz dazu steht. Und wenn wir jetzt im Requirements Engineering immer von dem Requirements Engineer sprechen, heißt das, dass es die Requirements Engineering-Tätigkeiten sind, sie aber in einer Serviceorganisation, in einem Unternehmen durchaus auf unterschiedlichen Schultern liegen können. Das heißt, ein Business Relationship Manager, der kümmert sich um die Strategie. Ein Service Manager, vielleicht nennt er sich auch Application Manager, der wird sich um Anforderungen kümmern. Und dann haben wir natürlich den Projektmanager, der, wenn es um große Vorhaben geht, ganz früh vielleicht einsteigt und dann viele Aufgaben des Requirements Engineers, wie es hier in deiner Rolle beschrieben ist, aufnimmt. Mit dem Ziel, was wir machen wollen und erreichen wollen, also was ist Requirements Engineering, kann man sagen, ja, daraus leitet sich jetzt der Auftrag für den Requirements Engineer ab. Er hat nämlich die Aufgabe, vollständige und fehlerfreie Anforderungen zu erhalten, also zu bekommen, und zwar die Kundenerwartungen korrekt abbilden. Vier Handlungsfelder hat IRAP definiert. Das heißt, Anforderungen werden ermittelt, dann werden sie dokumentiert, prüfen und abstimmen ist das dritte Feld und die Verwaltung über den gesamten Lebenszyklus. Und die vier Themenfelder, die schauen wir uns jetzt mal ein bisschen detaillierter an. Wenn ich an die Anforderungsermittlung gehe, dann muss ich mir erstmal überlegen, in welchem Zusammenhang befinde ich mich, sprich, was ist für mich in Scope und was ist out of Scope. Die Kontextanalyse ist eine Hilfe der logischen Clusterung, das heißt, und vielleicht auch der Visualisierung. Das heißt, ich habe auf der einen Seite etwas, was ich entwickeln will, was ich ausprägen will, ob ich das nun System, Service oder Produkt nenne. Und alles, was da drum herum liegt, ist der Systemkontext. Das ist das, was ich betrachten muss. In dem Zusammenhang überlege ich mir, wer sind meine Stakeholder? Wer ist dort zu berücksichtigen? Wer ist in Scope und wer ist out of Scope? Out of Scope wäre dann, er ist irrelevant. Also er liegt außerhalb meiner Kontextgrenze. Zweite logischer Cluster ist, welche Prozesse sind denn zu berücksichtigen? Unternehmensprozesse. Also bewege ich mich in einem Einkaufsprozess oder einem Vertriebsprozess? Welche Prozesse sind dort für mich in Scope und welche sind out of Scope? Dann schaue ich, was gibt es für Systeme? Habe ich Systeme abzulösen? Habe ich Schnittstellen zu Systemen? Selten bewegen wir uns, sehr selten bewegen wir uns auf der grünen Wiese. Das heißt, ich muss überlegen, was ist das, was ich neu habe, was ich an Service-System-Applikationen neu ausprägen will und wo hat es Schnittstellen, die ich in Betracht ziehen muss. Dann gibt es Ereignisse, die mein Vorhaben einschränken. Welche Rahmenbedingungen gibt es da? Gibt es Termine? Was habe ich? Gibt es vielleicht Frozen Zones, wo ich sage, da kann ich überhaupt keine Änderung reinnehmen? Gibt es Termine aus Kundensicht? Gibt es vielleicht Messen, wo ein erster Service schon mal zur Verfügung stehen muss, bevor
ich zum Beispiel zu einer Messe gehe, muss ich da schon etwas erreicht haben. Und letztendlich muss ich auch identifizieren, welche Dokumente habe ich zu lesen. Was ist schon dokumentiert? Was gibt es alles an Regularien? Vielleicht gibt es Compliance, was gibt es für Vorgaben, vielleicht gibt es aber auch schon einmal dokumentierte Anforderungen. Also all das muss ich mir überlegen. Die Kontextanalyse ist ein Werkzeug zur Bestimmung des In-Scope und Out-of-Scope, ist also eine Möglichkeit der logischen Strukturierung. Das ist der erste Schritt, den ich ja als Requirements Engineer machen muss, um mich meiner Aufgabe zu nähern. Der nächste ist dann, sich zu überlegen, was habe ich denn überhaupt für Anforderungen? Was muss ich denn berücksichtigen? Und auch das kennen wir aus dem Service Management, aus ITIL auch schon. Ich habe funktionale Anforderungen und ich habe non-funktionale Anforderungen, wozu dann die Qualitätsanforderungen und die Rand- und Rahmenbedingungen gehören. Das heißt, wir sind im Denken sehr synchron zu dem, was wir von ITIL auch schon kennen. Das heißt, ganz klar schaue ich nicht nur auf funktionale Anforderungen, sondern auch auf darüber hinaus zu Leistendes im Service. Also ITIL nutzt da die zwei Begriffe, die englischen dazu, Utility und Warranty. Das nochmal zur Definition, um was wir uns denn da kümmern. Alle drei müssen wir finden und also ermitteln und rausbekommen. So, jetzt haben wir ja identifiziert über die Kontextanalyse, welche Stakeholder sind in Scope, welche Dokumente, habe ich Systeme identifiziert und jetzt ja die Frage, wie komme ich zu meinen Anforderungen. Und da habe ich vier mögliche Ermittlungstechniken. Das erste ist die Befragung. Das ist eine Technik, die werde ich immer anwenden. Das heißt, wenn ich in ein Interview gehe, ich mache einen Termin aus mit meinem Fachgegenüber, mit meiner Kundenseite, vielleicht aber auch mit einem Security oder mit einem Finance-Verantwortlichen und werde ihn fragen, was seine Anforderungen an das Produkt, System, Service ist. Und ich werde das dementsprechend dokumentieren. Ich kann in Befragungen reingehen mit geschlossenen Fragen. Ich kann aber auch offen fragen. Im Einzelgespräch werde ich eher offen fragen. Und wenn ich aber Fragebögen, also größere Gruppen mit in die Ermittlung einbeziehen will, dann würde ich eher geschlossene, also Ja-Nein-Fragen wählen, Auswahlen vorgeben, damit ich sie ja dann auch richtig gut auswerten kann. Das wäre so eine Möglichkeit. Die werde ich sicher immer mit nutzen in meinem Gesamtvorhaben Requirements Engineering. Das zweite Möglichkeit, die ich habe, ist das Thema Kreativtechniken. Die Kreativtechniken werde ich eher früh, große Vorhaben werde ich das immer mal machen, zu sagen, ich hole früh Menschen zusammen und sagen, hey, was wäre denn unser Vorhaben? Ich versuche mich in eine Nutzersituation zu begeben. Ja, ich mache ein Brainstorming. Ich schaue von unterschiedlichen Perspektiven drauf, also typisch Workshop, Brainstorming, Perspektiven, also die Sechs-Hüte-Technik. Also da gibt es unterschiedliche Techniken, die wir anwenden würden. Ich werde mich auch immer mit den Dokumenten, wir haben ja in der Kontextanalyse gesagt, Dokumente muss ich identifizieren, die ich zu lesen habe, also muss ich mich auch damit auseinandersetzen. Und ich muss die Systeme, die ich habe, auch
ja, untersuchen, wenn es sie gibt, wenn es die Dokumentation gibt, oder ich muss sogar in Systeme reinschauen, all das dokumentenzentrierte Techniken. Und ich kann aber auch in die Beobachtung gehen. Es wird immer Menschen geben, die sehr schwer ihre Anforderungen formulieren können. Und als Requirements Engineer habe ich ein Ziel. Ich muss vollständige und fehlerfreie Anforderungen haben. Und da hilft es durchaus, punktuell in die Beobachtung zu gehen, also zu sagen, hey, ich komme mal zu dir, ich setze mich neben dich und du erklärst mir, du zeigst mir deinen Prozess und du erklärst mir, wo du Probleme hast, wo du deine Anforderungen jetzt platzierst, um zu erkennen aus der Beobachtung, was vielleicht uns unsere Kundenseite nicht immer vollständig erklären kann, weil es vielleicht implizite Anforderungen sind, die ihm gar nicht so bewusst sind. Wer sich mit Idle beschäftigt hat, dem ist sicher, dass das Kano-Modell schon mal über den Weg gelaufen. Also Kano hat gesagt, es gibt unbewusste und bewusste Faktoren und genau darum geht es in der Beobachtung, die unbewussten, aber ganz wichtigen, ja, Kano nennt es Basisfaktoren, zu identifizieren. Ja, das war so ein Blick auf die Ermittlungstechniken. Der Requirements Engineer steht in der Verantwortung, den richtigen Mix an Ermittlungstechniken zu identifizieren und zur richtigen Zeit das Richtige anzuwenden. Eine seiner Kernkompetenzen, denn das ist ja ganz wesentlich abgestimmt auf seine Stakeholder. Und da gibt es auch nicht den, ich sag mal, den empfohlenen Mix, sondern der Mix, der orientiert sich immer an der Stakeholder-Zusammensetzung und an deren Bedarfe. Ja, wenn ich Anforderungen ermittelt habe, dann muss ich sie auch dokumentieren. Denn warum dokumentiere ich? Ich will über den gesamten Lebenszyklus die Anforderungen aktuell haben. Hier steht zielgerichtete Kommunikation. Ja, ich muss immer wissen, mit meinen Stakeholdern von vorne der anfordernden Seite bis hinten, zu dem, der dann auf Basis dieser Anforderungen arbeitet, also zum Beispiel in einem Projekt, der etwas umsetzt, oder ich bin vielleicht auch angewiesen auf weitere Dienstleister, dann haben Anforderungen auch rechtliche Relevanz, weil sie in Verträge einlaufen, oder sie haben rechtliche Relevanz, weil ich aus Compliance-Gründen nachweispflichtig bin. Das heißt, ich muss mir um die Dokumentation richtig viele Gedanken machen. Letzten Endes hilft mir aber auch eine Dokumentation, die ich gut strukturiere, komplexe Projekte, ja, überhaupt diese Komplexität beherrschbar zu machen, die aufzubrechen, modular zu machen, um dann überhaupt zu gewährleisten, dass ich etwas, dass ich nichts vergessen habe, dass ich die Vollständigkeit und die Fehlerfreiheit und wer beeinflusst was, also die ganzen Thema, welche Anforderungen hat Impact auf eine andere und so weiter, dass ich das überhaupt beherrschbar mache. Und letzten Endes, nur wenn was ich dokumentiere, kann ich auch über einen Lifecycle verfügbar machen. Da hilft es nicht, wenn etwas in Köpfen von Menschen ist, die dann über einen Lifecycle von vielleicht 5 oder 10 Jahren oder länger gar nicht mehr verfügbar sind oder sich auch nicht mehr erinnern. Wichtig ist, zu Beginn eines Requirements Engineerings Prozesses muss der Requirements Engineer Struktur und Regeln für die Dokumentation vorgeben. Das ist seine Aufgabe, sich zu überlegen, wie die Dokumentation letztendlich aussehen soll. Ja, was will er wie dokumentieren und in welchen Leveln?
Schauen wir mal rein, wie ich dokumentieren kann. Das, was direkt auf der Hand liegt und auch am häufigsten verwendet wird, das ist die natürliche Sprache, also Text oder auch Prosa. Vorteile, das kennen wir alle und keiner muss was Neues lernen. Noch ein wesentlicher Vorteil, Sprache ist vielseitig einsetzbar. Also ich kann sehr komplexe Dinge auch mit Sprache beschreiben. Sehen wir ja auch in unserem Alltag, ja, vom Roman über ein Sachbuch bis zu einem Beipackzettel für ein Medikament. Also ich habe sehr unterschiedliche Dinge, wo ich Sprache einsetzen kann. Und so ist das auch im Requirements Engineering. Ich kann Sprache nutzen, um Requirements zu dokumentieren. Aber das hat auch Nachteile, nämlich den Nachteil der Mehrdeutigkeit und der unterschiedlichen Interpretation. Das heißt, wir dokumentieren etwas vermeintlich klar, aber wir haben Unschärfen eingebaut. Wir haben hier ein Beispiel, die Anmeldedaten werden eingegeben und gespeichert. Ein Requirement. Es sind so viele Fragen offen. Ja? Und das ist das, die Aufgabe des Requirements Engineers, wenn er Anforderungen von der Fachseite kommt, zu erkennen, an welchen Stellen er nachfragen muss und ich sag mal, dieses Requirements eine Ebene tiefer legen muss, also eine Detailebene tiefer. Ja? Was sind Anmeldedaten? Ja? Was heißt, wo werden die eingegeben? Unter welchen Bedingungen werden sie gespeichert? Und. Gibt es Randbedingungen für diesen Prozess? Und das ist die Herausforderung, dass wir in Sprache oft oberflächlich sind. Und der Requirements Engineer muss das erkennen und tiefer legen. Es gibt auch eine Hilfe, das ist das sogenannte Requirements Template oder die Satzschablone, die wir anwenden können für Requirements, um ein Stück weit die Mängel in Sprache zu steuern, wo ich also immer sage, ich habe eine Bedingung, ich habe sozusagen Subjekt, Prädikat, Objekt qualitativ ausgeprägt. Die gucken wir uns auch in dem Training Requirements Engineering ganz intensiv an und probieren sie dort auch aus. Weil Sprache an manchen Ecken Interpretationen zulässt und aber auch, weil wir als Menschen durchaus visuelle Fähigkeiten haben, nutzen wir im Requirements Engineering auch sehr intensiv Modelle. Also Modelle sozusagen als Abbild, Realität, aber wir verkürzen auch immer. Ja, was gibt es in unserem Alltag? Wir nutzen, jeder von uns hat schon mal einen Stadtplan genutzt. Das ist eine Verkürzung zum Beispiel auf 2D. Aber ich habe es maßstabsgetreu. Ein Modell nutzt diese Eigenschaften des Modells, das ich in Realität verkürzen kann, sehr pragmatisch. Und sagt, ja, damit der Stadtplan übersichtlich bleibt, schreibe ich da nur die Straßennamen rein. Ich sage, da finden wir zum Beispiel keine Hausnummern. Ja, aber ich will, wenn ich einen Touristenplan habe, vielleicht schon die Hauptsehenswürdigkeiten reinschreiben. Sehr pragmatische Eigenschaft, immer ausgerichtet auf den Zweck, wie ich das Modell nutzen will. Und diese Eigenschaften von Modellen, die mache ich mir im Requirements Engineering zunutze. Dass ich sage, ich nutze die Modelle ausgerichtet auf die Verwendung
für wen und für was ich das einsetzen will. Jetzt gibt es zwei Modelle aus der Benutzersicht, die ich nutzen kann, wenn ich mit dem Management diskutiere, wenn ich eher den Gesamtzusammenhang zeigen will. Das ist einmal das Zielmodell, wo ich sage, hey, Geschäftsleitung, Vertriebsleitung, was hast du denn vor mit dem, was du sagst, mir als Auftrag gibst, was ist denn dein Ziel, um sich immer wieder daran zu messen im Projekt. Wir hatten vorher gesagt, viele Projekte verlieren das Ziel aus dem Auge. In einem Zielmodell können wir die Ziele festhalten, eine Möglichkeit der Visualisierung, ganz, ganz einfach, das linke obere ist ein Zielmodell. Und wir können Use Cases beschreiben. Das heißt, aus einer gesamthaften Sicht können wir sehr einfach sagen, ja, hier zum Beispiel ein Online-Shop, was hat der für Haupt-Use-Cases? Wo gibt es Möglichkeiten, also zum Beispiel Zahlungsart wählen? Da kann ich sagen, ja, ich habe offensichtlich nur Kreditkarte ausgewählt. Wenn ich sage, ja, ich will auch PayPal ermöglichen oder Bezahlungen per Rechnung, per Bitcoin, dann müsste das auch als Use Case abgebildet sein, sonst ist es nicht in Scope. Eine ganz einfache Art der Visualisierung, hier mal nur ein kleines Beispiel. Die Modelle schauen wir uns im Training an, probieren sie selber aus und überlegen, in welchem Zusammenhang man sie einsetzen könnte. Beide Modelle sind aus der Gesamtsicht und ich kann sie sehr, sehr high level diskutieren. Wir gehen im Requirements Engineering und in der Modellierung noch eine Ebene tiefer. Wir haben gesagt, Modelle kann man sehr pragmatisch nutzen, je nach Zweck. Und wir haben im Requirements Engineering drei Perspektiven, wo wir auf Anforderungen schauen. Das eine ist die Strukturperspektive. Hier schauen wir auf die Beziehungen. Wie hängt was zusammen? Dort gibt es die Entity-Relationship-Diagramme oder auch die UML-Klassendiagramme. Da links unten ist da ein kleines Beispiel zu. Das hilft zu visualisieren, welche Verbindungen habe ich. In einer Kundensituation habe ich mal diskutiert von der Lieferung über die Bestellung und die Rechnung. Wie hängt was zusammen? Darf es Teillieferungen geben oder nicht? Habe ich eine 1:1 Beziehung oder nicht? Auf der Rechnung, wie viele Bestellungen darf ich über eine Rechnung abwickeln und, und. Das kann ich, diesen Detailausschnitt kann ich mit meiner Fachseite diskutieren und so visualisieren. Da wird mir ein Klassendiagramm helfen. Auf Anforderungen schaue ich auch ganz oft aus der Funktionsperspektive. Das hat vielleicht jeder von Ihnen auch schon, ist vielleicht das geläufigste. Aktivitätsdiagramme, Datenflussdiagramme, Aktivitätsdiagramm nach UML steht da rechts oben. In vielen Unternehmen werden auch andere Prozessmodellierungen genutzt. Das UML-Aktivitätsdiagramm wäre eine Möglichkeit dazu. Also wie kann ich einen Ablauf, Kontrollpunkte, Abfragepunkte, Entscheidungspunkte visualisieren? Das ist ganz typisch Prozessdesign, Prozess nach dem Motto, wir werden uns mal klar von der Anforderung, was brauchst du für Prozessschritte und wie und wo haben wir vielleicht Prüfpunkte? Aus der Verhaltensperspektive kann ich mir Zustandsdiagramme zu Hilfe nehmen. Also was habe ich für Zustände und wo habe ich, unter welchen Bedingungen, unter welchen Triggern habe ich Übergangspunkte. Also wir bewegen uns hier immer noch auf einer sehr fachlich orientierten Ebene.
Wir können diese Modelle natürlich auch sehr IT-technisch nutzen, tun wir aber im Requirements Engineering nicht. Da bleiben wir eher auf der fachlichen Ebene. Ja, das heißt, wir haben uns jetzt angeschaut, wie können wir dokumentieren in Text, im übergreifenden Modell, Zielmodelle und Use Case oder hier in den Detailmodellen. Jetzt käme der nächste Schritt im Requirements Engineering, nämlich das Prüfen der Anforderungen. Ich habe viele Anforderungen dokumentiert und ich muss, bevor sie jetzt weitergehen in eine Realisierung, muss ich ja prüfen, sind zum Beispiel Qualitätskriterien eingehalten und habe ich noch Fehler drin oder nicht. Das heißt, ich schaue jetzt auf ein Set von Anforderungen und gehe in eine Prüfung. Und hier unten nochmal der Satz, ganz wichtig, je später ich Fehler finde, desto größer werden die Kosten zur Fehlerbehebung und das geht weit über den Entwicklungsprozess hinaus. Also wenn ich in der Umsetzung bin, dann kostet das schon viel mehr als vorne, aber wenn ich im Betrieb bin, dann habe ich sicher einen noch viel größeren Schaden. Das heißt, die Prüfung, gehen wir doch nochmal ein zurück, Prüfung, was mache ich? Ich schaue, welche Stakeholder muss ich beteiligen, ich schaue, wie kann ich die Prüfung machen, das Vier-Augen-Prinzip hilft immer, also ich prüfe aus unterschiedlichen Sichten heraus, ja, ich gebe einen ganzen Set von Anforderungen vielleicht mal an meinen Security Officer, ich gebe in der Fachabteilung etwas an ein, ich sag mal, zweites Augenpaar, was dann nochmal gesamthaft drauf schaut. Und die Kunst, auch hier des Requirements Engineers, dass er sagt, es gibt unterschiedliche Prüfmethoden und ich als Requirements Engineer muss überlegen, wie prüfe ich Anforderungen, damit ich weiß, Qualitätskriterien sind eingehalten und ja, ich habe keine Fehler. Und Fehler wird auch bedeuten, ich habe keine inkonsistent unterhalb von Anforderungen. Ja, eine Anforderung kann ja in sich richtig sein, aber vielleicht mit anderen Anforderungen nicht zusammenpassen. So, und das ist die Herausforderung in der Prüfung. Und Ziel der Prüfung ist, dass ich danach keine Fehler mehr drin habe, die habe ich nämlich behoben und ich habe die Qualitätskriterien, die ich mir vorher mal überlegt habe, alle eingehalten. Nach der Prüfung kommt noch ein Schritt, nämlich, dass ich vielleicht noch, obwohl ich Anforderungen habe, die fehlerfrei sind und allen Kriterien entsprechend, dass ich aber noch Konflikte habe, nämlich, dass ich es in meiner Stakeholder-Regel, und wir sprechen hier von den relevanten Stakeholdern, nämlich die Entscheider, dass ich da noch keine Einigkeit habe. Das kann sehr wohl sein, dass ich sage, okay, ein fachlicher Entscheider ist sich noch nicht einig mit dem Finanzmensch, weil nämlich Scope und Budget nicht zusammenpassen. Und, oder es gibt Diskrepanzen zwischen unterschiedlichen Fachleuten, also zum Beispiel Vertrieb und Marketing, die sehr andere Ausrichtungen haben. Gerade wenn man sagt, ich designe einen Online-Shop, dann hat Marketing einen ganz anderen Fokus als ein Vertrieb. Also müssen diese Konflikte identifiziert und aufgelöst und die Auflösung wird immer dokumentiert werden. Ein ganz wichtiger Schritt, wenn wir mit Nicht-Einigkeit von relevanten Stakeholdern weitergehen, dann wird uns das nochmal auf die Füße fallen. Ja, damit habe ich abgestimmte Anforderungen und
Dann kommt das letzte Kapitel im Verwalten von Anforderungen, nämlich, dass ich sage, ich habe noch bestimmte Dinge zu tun. Die Anforderungen habe ich ja nun abgestimmt, das heißt, alle Stakeholder sagen, jo, das sind valide Anforderungen. Aber ich muss sie priorisieren für ein Projekt, das ist der erste Schritt, oder ein Schritt, den ich tun kann, dann wird es vielleicht Änderungen geben, da muss ich mir Gedanken machen. Hier Änderungen, ganz klar nichts anderes als der Change-Prozess, den wir auch im Agile kennen. Wenn wir Änderungen haben an Anforderungen, dann hängen wir uns in diesen Prozess ein und Alrep hat ein Stück weit gesagt, so sieht ein Antrag aus und. Letztendlich ist es nichts anderes, als sich das Einklinken in diesen Change-Prozess, um die Synchronität von Anforderungen und realisierten Systemen immer aufrechtzuerhalten. So, die ersten beiden Punkte sind sozusagen etwas, was noch mit diesen Anforderungen passiert. Die drei anderen Punkte sind etwas, was ich mir als Requirements Engineer ganz vorne überlegen muss. Nämlich, wie organisiere ich mich selber? Welche Attribute brauche ich im Requirements Engineering? Ja? Ich muss sie eindeutig identifizieren. Brauche ich den Autor? Brauche ich das Erstellungsdatum? Was brauche ich noch? Ich brauche vielleicht da schon eine Priorisierung aus Autorsicht und. Das heißt, ich muss mir überlegen, welche Attribute ich brauche und wie kann ich die Verfolgbarkeit sich erstellen. Dafür brauche ich zum Beispiel den eindeutigen Identifikator. Verfolgbarkeit heißt, wo kommt was her, welche Anforderungen kommt was her, wie hängen Anforderungen untereinander zusammen und in welchem System-Release, Service-Release ist welche Anforderungsversion erhalten? Ja, also damit sind wir schon bei Versionierung, Konfiguration. Das ist eine Ausprägung der Verfolgbarkeit. Also was passiert, wo kommt eine Anforderung her und was passiert mit ihr über den gesamten Lebenszyklus. Und darüber muss ich mir ganz zu Anfang Gedanken machen, damit ich das auch erreichen kann, ja, Verfolgbarkeit sicherstellen und Konfigurationen ermöglichen. Ja, das war das Thema Requirements Engineering im Curriculum von IREP als Ergänzung zum ITIL Framework. Und jetzt ein Blick auf die Zertifizierung. 3 Tage dauert das Training. Die Trainingsinhalte, die habe ich Ihnen vorgestellt, also Grundlagen, Stakeholder und so weiter, dann die Ermittlung, Dokumentation, Prüfen und Abstimmen, alle Aspekte der Verwaltung und zusätzlich werfen wir dann noch einen Blick auf ein Requirements Management Werkzeug, also ein Werkzeug zur Verwaltung und das ist das Curriculum, was wir in den 3 Tagen besprechen. Die Prüfung dauert dann 1/4 Stunde und hat ca. 45 Multiple-Choice-Fragen. Ja, ich lade Sie herzlich ein, das Training zu besuchen, natürlich. Würden wir uns freuen. Und damit wäre ich schon am Ende angelangt und würde zurückgeben an die Sandra und freue mich natürlich auf Ihre Fragen. Ja, vielen Dank, liebe Beate, erstmal für deinen Vortrag. Es sind Fragen eingegangen. Gerne möchte ich sie dir stellen. Und zwar fragt einer der Teilnehmer, welche Voraussetzungen muss ich für das Training mitbringen? Okay, also das Training setzt keinerlei Vorbedingungen. Es ist sicher hilfreich, ein Stück Erfahrungsschatz mitzubringen. Das hilft in der Diskussion. Aber wenn ich so an meine Trainings zurückblicke, gibt es auch immer wieder
Teilnehmer, die noch sehr frisch im Berufsleben stehen und die von den Diskussionen mit den anderen Teilnehmern immer sehr diskutieren. Also keine Voraussetzung stellt IRAP. Erfahrung ist schön für mich als Trainer, weil wir dann viel diskutieren, aber ich sag mal, Neulinge im Job oder eher Unerfahrene können davon auch gut profitieren und nehmen dort was mit. Und schaffen natürlich die Prüfungen genauso wie andere auch, ohne Frage. Ein weiterer Teilnehmer möchte gerne wissen, wie spielt das Requirements Engineering nach IRAP mit dem Projektmanagement zusammen? Okay, Projektmanagement, wir haben ja im Requirements Engineering eben gesagt, wir haben Anforderungen und sie werden abgestimmt mit den Stakeholdern. Was passiert damit dann? Dann gehen sie, dann werden sie priorisiert für ein Projekt. Das heißt, es spielt perfekt zusammen. Ich habe aber auch gesagt, also zum Beispiel für ein Projekt, was Sie nach PRINT 2 führen, aber auch andere. Ich habe aber auch gesagt, in vielen Unternehmen gibt es nicht die Rolle Requirements Engineer ausgeprägt, so wie sie IRAP beschreibt. Aber die Tätigkeiten werden getan. Das heißt, wir haben vielleicht in einer ganz frühen Phase, wenn eine Idee entsteht, dann haben wir vielleicht eher den Business Analysten. Ja? So. Und der arbeitet dann ganz eng mit dem Requirements Engineer zusammen, mit dem Projektmanager zusammen. Das heißt, der Projektmanager übernimmt ein Stück weit der Aufgaben des Requirements Engineers, wenn das seine frühe Phase im Projekt ist. Und natürlich wird er zum späteren Zeitpunkt einen Change-Prozess in seinem Projekt haben. Natürlich. Ja, das heißt, er ist dann in der Verantwortung, mit den Anforderungen im Sinne des Requirements Engineerings umzugehen und auch Änderungen über ein Änderungsverfahren abzuwickeln. Also, es ergänzt das Projektmanagement, also in den Projektmanagement-Methoden ist das in diesem Detail und Vorgehen nicht beschrieben und es ergänzt perfekt. Dankeschön. Hast du noch eine, Sandra? Ja, eine letzte Frage möchte ich dir noch stellen. Und zwar fragt ein Teilnehmer, macht es Sinn, das IRAP-Training zu besuchen, wenn ich agile Projektmethoden verwende? Okay, ja, das ist eine Frage, die sehr häufig gestellt wird. Die Idee und der Mindset, mit dem ich als Requirements Engineer rangehe, also sagen, ich brauche den richtigen Scope, ich muss mit meinen Stakeholdern umgehen. Das, was ich umsetze, muss ich sauber und das muss fehlerfrei sein und. Das ist in einem agilen Umfeld nicht anders. Und ja, ich habe gesagt, ein Thema ist das Thema Priorisieren für die Umsetzung. Im agilen Umfeld reden wir ja von Product Backlog. Das ist im Prinzip die fachliche Anforderung, die es immer wieder zu entscheiden geht, was geht in den nächsten Sprint, wenn ich nach Scrum arbeite. Ja, das heißt, das Requirements Engineering setzt vorher an, ich brauche das große Bild, ich werde vielleicht ein Stück weit meine Requirements-Aktivitäten anders zeitlich planen. Ich werde auch dort in engeren Zyklen arbeiten, aber die Idee, ja, ich dokumentiere, ich habe sie erstens alle erfasst, ich habe die richtige Basis gelegt, ich habe die Anforderungen über den gesamten Lifecycle. All das gilt für agile Projekte genauso wie für die klassische Wasserfallmethode. Vielen Dank, Beate, dafür. Liebe Teilnehmer, somit sind wir auch schon am Ende mit unserem heutigen Webinar. Wie anfangs erwähnt, werden Ihre gestellten Fragen im Nachgang von uns bearbeitet und Ihnen per E-Mail zugeschickt. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Die nächsten Termine und Webinare finden Sie auf unserer Webseite www.surfu.de. Wir würden uns freuen, Sie wieder bei dem einen oder anderen Webinar begrüßen zu dürfen.
Damit möchten wir uns bei allen Teilnehmern für ihre Aufmerksamkeit und für ihren Wissensdurst bedanken. Sie werden in den nächsten Tagen noch die angekündigte E-Mail mit den Fragen und Antworten erhalten. Somit beenden wir das Webinar für heute und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank für die Teilnahme.